Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. In der letzten Folge haben wir einen Schlüssel bekommen, den wir höchstwahrscheinlich da rechts einlösen können. Die Totenköpfe, die haben wir erledigt, ne? Ja. Und ich sehe da hinten ziemlich viele Gott. Ziemlich viele Viecher rumfliegen. Ich hoffe, die bemerken mich nicht. Dann würde ich gerne herausfinden, warum die überhaupt fliegen können. Die sind doch viel zu schwer. Sind jetzt nicht gerade riesige Flügel, die sie da haben. Bezweifle, dass das funktioniert. Egal. Wir sollten vielleicht nicht ins Wasser schleichen. Das ist keine gute Idee. Oh, Sturzflug. Oh. Oh Gott, was macht er da? Vor allem, ich muss da hin. Was? Nein, muss ich nicht. Ich muss dahin. Hä? Oh Gott, der fliegt ja ziemlich tief. Oh Gott, der landet. Ich muss da wirklich hin. Weiß nicht, mit wem er sich da prügelt. Aber der Sturzflug ist verdammt langsam. Ach, mit denen prügelt er sich. Ja, dann mach mal. Also, ich habe damit kein Problem. Oder ist hier das Versteck? Drück die ganze Zeit die falsche Taste. Ja, auf jeden Fall, das habe ich ignoriert. Damals im Metro Last Light haben wir so ein Vieh schon mal getötet, das weiß ich. Oh, okay. Sieht so aus, als würde hier der Schlüssel passen. Oder auch nicht. Hey! Ich wollte dich nicht töten, nein. Hallöchen, mein Blutsbruder. Hast mich nicht gesehen, hä? Die anderen auch nicht. Ich bin jetzt Teil der Landschaft. Ich habe gehört, dass du wegen einer Motorradschiene zum Terminal willst. Dann hör mal zu. Ins Terminal kommt man nur übers Wasser. Zum Glück gibt es nebenan eine Anlegestelle mit einem Boot. Wurde offenbar von den Fanatikern zurückgelassen. Drinnen sind nur diese Tier-Mensch-Mutanten, so scheint es. Siehst du diese Tankstelle? Sie ist ein Banditenversteck. Sie überfallen die Fanatiker. Diese Typen scheinen vom Terminal wie Fliegen von du weißt schon was angezogen zu werden. Die Banditen haben während meiner Wache drei von ihnen gefangen. Siehst du diese Ruinen? Dort ist auch ein Banditenlager. Sie haben Scharfschützen. Ich habe auf dem Dach mindestens eine Zieloptik aufblitzen sehen. Daher würde ich keinen offenen Angriff empfehlen. Die Brücke ist komplett abgeriegelt. Die bewaffneten Leute dort zeigen sich nie. Sie rechnen definitiv mit einem Angriff von uns. Daher müssen wir uns im Moment um sie keine Gedanken machen. Hey, es ist deine Entscheidung, wann du aufbrichst. Aber im Dunkeln sollten die Banditen leichter zu meiden sein. Ich gehe auf jeden Fall auf meinen Posten zurück. Mach das, Dude. Es wird ja sowieso dunkel, ne? Hä, was? Ich wollte doch was. Ich will auch da hoch. Na ja, gut, gucken wir uns das Ganze mal hier an, was wir momentan machen können. Ich glaube, wir haben gerade schon gebaut, ne? Ja, aber wir sollten vielleicht noch eine Heilung mehr kaufen. Und ein paar davon. Könnten wir gebrauchen, wo wir gleich hingehen? Es ist 20 Uhr, es ist nahezu dunkel, also wir können da ruhig hingehen. Okay. Wir haben da noch ein Banditenlager, das andere haben wir ja leergeräumt, ausgeräumt. Oha, da sind viele Fragezeichen zugekommen. Aber das wichtigste Fragezeichen wird das ganz rechts sein, weil wir da Spezialloot bekommen. Okay. Da sind ein paar Viechers. Ich weiß nicht, ob wir da rüberkommen, aber es sieht so aus, als könnten wir da rüberkommen, ne? Okay. Der gefällt mir nicht, der ist ein bisschen zu nah an mir dran. Aber egal. Du Scheiße, sie sind ja überall. Lass uns mal gucken, ob wir da irgendwie rübergeschlichen kommen. Du hast nichts gesehen. Oh. Ach so, die sind feige. Oh mein Gott, die holen die Großen, oder? Die holen die Großen.
War vielleicht nicht die beste Idee. Ich hoffe, die holen nicht die Großen. So, wie kommen wir jetzt am besten rüber? Ich glaube, wir müssen wirklich über die Brücke da hinten. Gut, das Flugviech, der dem. Okay, das war eklig. Der Dämon ist nicht da, okay, perfekt. Da finden wir nichts. Wir versuchen einfach mal an dieser Stelle Munition zu sparen, würde ich sagen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee, dass wir uns hier einfach mal vorbeischleichen. Es sieht nicht so aus, als könnten wir da irgendwas machen. Und jetzt, wo es dunkel wird, kommen die ja auch raus. Okay, wir haben gespeichert, easy. Können uns hier mal versuchen durchzuschleichen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass gleich ein Fisch über uns rüberspringen wird. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Wird schon irgendwas gesehen, höchstwahrscheinlich von dem Kollegen. Kein Fischi, der rübergesprungen kommt? Perfekt. Der kommt auch nicht rübergeschwommen. Bin gleich drüben, bin gleich drüben. Alles wird gut. Und da sind die Banditen. Das sieht mir nach einem größeren Lager aus. Da werden höchstwahrscheinlich ein paar mehr sein, ne? Was sagt die Map? Okay. Ich werde hier auf jeden Fall alles auseinanderräumen, was hier möglich ist. So. Du bist ja noch fit. Aufgeladen. Das hier wollte ich eigentlich machen. Aber irgendwie hat er es nicht gemacht. Höchstwahrscheinlich, weil wir schon voll aufgeladen waren. Wenn ich einen von denen töte, ne? Dann muss das der Rest ja auch mitbekommen. Okay, wir haben auf jeden Fall gespeichert. Sehr schön. Ach, ich habe kein Visier rangemacht. Ach, weil wir keins haben. Fall nicht runter. Ich weiß ja, da sind drei Leute, die sich jetzt wundern, warum da eine Leiche liegt. Okay, irgendwer ist hier. Tippe mal genau hinter dieser Mauer. Oh, hallo. Scheiße. Die werden mich schon wieder vergessen. Die sehen mich zumindest jetzt gerade nicht. War schon mal besser im Schleichen. Guckt ihn euch an. Ernsthaft? Nimm das, du Mistkerl! Das ist nicht nur ernst, oder? Ich will nicht behaupten, dass das Spiel scheiße unfair ist, aber habt ihr das gesehen? Ich habe 120% diesen Kopf getroffen. Meine Schleichskills waren schon mal besser, ich gebe es zu. Aber trotzdem. Ihr habt es alle gesehen, da war der Kopf war getroffen. Er war nicht nur getroffen, er war zerschossen. Okay, auf ein neues. So. Den Kollegen konnte ich hier runterpfeffern, ohne dass irgendwas passiert. Ich denke mal, die werden ihn schon im Laufe der Zeit wahrscheinlich finden. Aber ist mir egal. Wichtig ist, dass die nicht wissen, wo ich bin. Das Spiel ist unfair. Okay, jetzt sucht er nach mir. Okay. Lauf einfach. Okay. Was zum Teufel? Okay, wir lassen ihn mal in Ruhe. Das soll ich besser
Den nicht. Was macht unser Kollege? Unser Windwalker. Er ist verschwunden. Hey Leute, was ist denn da unten? Ich bin's auf jeden Fall nicht. Vielleicht sollte jemand mal nach. Ach, guck mal, da ist er wieder. Unser Windwalker. Hier scheint nichts mehr zu sein. Er macht's schon wieder! Ohne Worte. Okay, ich wollte es zwar richtig stealthy machen, aber unser Windwalker hat das Ganze vermasselt. Deswegen müssen wir halt ein bisschen sneaky arbeiten. Gucken, dass wir sie vielleicht so erledigen können. Ach, mein Visier ist richtig dreckig. Alter, ich sehe da gar nichts mehr. Vielleicht sollten wir es sauber machen. Und Ladehemmungen haben wir auch. Ich werde gesehen. Sichtanzeige. Ach, wegen dem Licht höchstwahrscheinlich, ne? Ah. Das heißt, dass sie mich nicht gerade sehen, sondern dass ich sichtbar bin. Okay. Das hilft mir schon. Hier wird mich ja wohl kaum gesehen haben, oder? So, die Waffen soll ich auseinanderbauen? Mache ich doch glatt. Hab ich total vergessen. Danke aber für die Info. Na, schleicht jetzt auch durch die Luft? Was stimmt mit euch nicht? Anstatt runterzufallen? Nö. Was stimmt mit euch nicht? Okay, die Gegner können übrigens jetzt überall sein. Die können auch oben in der Luft sein. Was ist das da unten, Leute? Oh, Sterne. Loot. Loot. Wir machen am besten nur das Feuerzeug an. Taschenlampe möchte ich übrigens nicht. Auch wenn ich trotzdem gesehen werde. Na gut, hätte ich Taschenlampe anmachen können. Habe ich überhaupt eine Taschenlampe? Ja. Was bringt mir das Feuerzeug? Aus, dass ich Spinnenweben zersperren kann. Wow. Okay. Ist ja ein bisschen unfair. Nur ein bisschen. Hast du mich erschrocken? Ich dachte, da steht jetzt ein Ghoul. Okay. Wir haben es 21.30 Uhr. Fast wie in echt. Das heißt, das muss Glück bedeuten. Ja, tschüss, ne? Ah, guck mal, er kommt wieder. Okay, von hier aus kann ich ihn nicht treffen. Was? Okay. Machen wir es also ganz unfair, ja? Jetzt hockt er sich dahin. So. Ob die anderen das mitbekommen haben? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich bin sichtbar. Die hängen wahrscheinlich auch irgendwo oben, ne? Also ich bin auf jeden Fall ziemlich sichtbar gerade. Weiß nicht, ob das am Mondlicht liegt. Oder an den Viechern da hinten. Das kann natürlich auch sein.
Frage ist, wie viele leben hier noch? Leute! Da ist der Schweinehund! Okay. Ein Scheiß hast du. Okay, jetzt können wir die laute Wumme rausholen. Jetzt ist mir egal. Komm. Ich dreh durch. Das Spiel war unfair zu mir. Und ich bin unfair zu euch. Hier, komm. Wir sind am Arsch. Schnell nicht schießen. Nicht schießen? Ja, okay, mach ich. Cheater. Neue Gasmaske. Na gut, Zeit hier mal alles zu plündern. Ihr wollt es ja bestimmt nicht mehr haben, ne? Cheater dürfen sowieso kein Loot haben. Das ist erstmal die erste Regel. Cheater kriegen kein Loot. Laufen die einfach oben rum, ey. Ich fass das nicht. Zwei neue Sachen. So, du hattest auch noch eine Waffe, ne? Du hattest wahrscheinlich auch noch eine Waffe. Na gut, jetzt haben wir da hinten einen, der runtergefallen ist. Und hier ist auch noch weiter runtergefallen. Ich weiß aber nicht mehr, wo genau. Wo liegt jetzt die Leiche? Ich will sein Loot haben. Habe ich sonst zu viel Munition reingehauen. Hattest du eigentlich noch was für mich? Oh gut, dich hatte ich schon gelootet. Also wenn, dann müsste er hier irgendwo runtergefallen sein. Leider, dass ich das jetzt auch noch suchen muss. Na gut. Vielleicht liegt er da oben, hat sich wieder zurückgebackt, wer weiß. Frage, wie komme ich da hin? Ich glaube, ich sehe es. Das muss echt am Mondlicht liegen, ne? Weil es keine Finsternis ist. Tatsache. Also zumindest vermute ich das. So. Darf ich hier auch in der Luft rumrennen? Hm? Ist wahrscheinlich genau beim Wasser gestorben. Oh. Okay, hier könnte ich flüchten, aber ich wollte hier eigentlich rüber. Ah, ich sehe es. Ja, tatsächlich, der liegt da. Okay, die Waffe hatten wir unten schon aufgehoben, alles klar. Das Pilzchen nehmen wir noch mit und ich glaube, das war's. Wir könnten jetzt rein theoretisch dahin. Okay, ist nur ein Baumstumpf. Sah aus wie jemand, der zielt. So, die Waffe habe ich gesehen. Unser nächstes Ziel wäre dann das Teddybärchen, ne? Na gut. Wo ist die Waffe jetzt hin? Nicht dieselbe Waffe, ne? Das ist, glaube ich, eine Sniper. Ja. Okay. Fette Sniper, da packen wir auch nochmal. Ne, das ist wie unsere Pistole, ne? Egal, aber da packen wir auf jeden Fall Schalldämpfer an. Oh, hier ist eine Leiter. Na gut. Dann heißt das jetzt wohl Teddybär-Alarm. Das ist nur der große Fisch, der rumburkst, ne? Können wir, glaube ich, ignorieren. Ansonsten habe ich, glaube ich, noch eine Anomalie. Eine Donner, keine Ahnung. Wie heißt das? Elektro-Anomalie? Donner-Anomalie? Was haben die gesagt? Was macht ihr denn da? Das war jetzt nicht der Deal. Geigerzähler, ach.
Ja, wo soll ich denn lang? Okay, ist okay. Wie können die denn da hinten? Wie können die da hinten rumstehen? Wir können doch schlecht den Vordereingang nehmen. Das geht doch nicht. Ja, hi. Bleib weg von mir. Okay. Ist aber nicht der Teddybär. Aber hier ist noch ein Symbol. Beim Hafen waren wir. Ich denke mal, hier werden wir später nochmal hinkommen, oder? Wir sollten einfach zum Teddybär gehen. Wir können später immer noch hierher kommen. Zu einem späteren Zeitpunkt hier alles looten. Wir gehen in die Richtung. Ducken lohnt sich nicht wirklich, wenn wir gesehen werden. Wieso werde ich manchmal gesehen, manchmal nicht? Ist ja nicht so, als würde ich in den Schatten rumlaufen. So, Hoppelieschen. Ich hoffe, hier gibt's was Gutes, sonst bist du tot. Ich nehme trotzdem die Sniper. Ah, sehr schön. Gucken wir mal an, ob wir uns die Sniper nicht zurecht basteln können. Langer Lauf. Damit erhöhen wir den Schaden. Okay. Double Action Trommel für 6 Schuss. Nein, das wollte ich nicht. Aber unsere Gasmaske können wir eh abnehmen. Ich hab die echt ehrlich gesagt vergessen. Okay, ein bisschen Heilung. Sehr schön. Hergestellt aus einem billigen Laserpointer, der stark verändert wurde, um die Leistung auf Kosten der Zuverlässigkeit zu erhöhen. Ja, brauche ich nicht. Okay, Schalldämpfer habe ich jetzt nicht gesehen. Naja, schade. Schön wär's. Aber stimmt, wir haben ja noch die Gasmaske, die wir uns angucken können. Oh, ich kann hier schlafen. Verstärkter Helm. Eine schwere Variante des normalen Spartan-Helms. Seine Basis besteht aus einem besser entwickelten Verbundsmaterial, wodurch er besseren Schutz vor Geschossen bietet. Das Erkunden lohnt sich auf jeden Fall. So, es wird eh fast schon Tag. Ach, guck mal. Kannst du sterben? Ehrlich gesagt finde ich das jetzt ein bisschen unfair. Na, weißt du was? Wieder Wumpe. Ich schieß von hier oben auf euch. Mit der Wumme. War ich nicht. Ihr könnt doch nicht so tanky sein. Seit wann ist das so? Ihr kommt doch sowieso nicht hier hoch. Seid doch eh zu blöd dazu. Vielleicht sollte ich über die Dächer gehen. Ach, guck mal, wer bist denn du? Okay, was wäre die schlaueste Variante? Ich sehe da hinten ein Feuer. Steht da jemand? Und wir müssen... Ach, guck mal, da rennt noch einer rum.
Wir müssen mehr in die Richtung. Hier den Keller rum. Hör nicht so rum. Okay, ist nicht so leicht, wie es aussieht. Okay, wir können da hoch. Wir sollten das auch tun. Wir springen jetzt hier rüber. Darauf. Schauen uns hier ein bisschen um. Das sind nur Hoppelhäschen, die da rummucken. Ist gar kein Problem. Dann wechseln wir die Waffe, damit wir leise sind. So. Ich glaube, wir haben sogar alle ausgeschaltet, oder? Wer auch immer du bist. Tot oder lebendig? Oh, tot. Sehr schön. Gespeichert, nice. Okay. Wir sind hier, wo der Teddy sein sollte. Oh nein. Oh nein. Okay, hier nicht. Wo ist denn der Teddy? Oh. 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 Ich glaube, ich weiß, wo der Teddy ist. Dafür müssen wir allerdings hier hochlatschen. Und ich glaube auch, dass der Dämon auch kommen wird und uns, ja, begrüßen wird auf jeden Fall. Das sieht nach einer guten Fluchtmöglichkeit aus. Oh nein, der ist zu Hause. Oh, der ist zu Hause. Ach du Kacke. What? Oh nein. Ich glaube, der ist gerade weggeflogen. Ich wette, wenn wir lang genug warten, fliegt er weg. Vielleicht schläft er auch. Okay, er schläft. Aber ich werde gesehen. Okay. Wo ist der Teddy? Wir müssen einfach nur cool bleiben. Ich wette, er liegt da. So scheiße klar. Okay, dahin flüchten wir. Zuerst gucken, was ist das da? Okay, eine Leiche, die wir nicht plündern können. Okay. Ganz ruhig. Ah, kannst du das nicht im Sitzen machen? Hallo? Wie wär's, wenn du... Der helle Wahnsinn, Alter. Nehm ich. Tschüss. Hui! Oh Gott, das Spiel geht weiter. Töte mich bitte nicht. Sind wir noch da? Habe ich das überlebt? Und WTF? Was soll diese scheiß Sequenz? Bist du lebensmüde? Ja, streicheln wir doch den Teddy, solange wir sterben. Scheint eine gute Idee zu sein. Oh. Gut, Freunde, auf den Schreck würde ich sagen, gehen wir eine Runde schlafen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.